ich dachte, in der Not frisst der Frosch auch mal keine Fliege. So ein verquakter Quark, Basti. Wenn ich könnte, wie ich wollte, dann würde ich dir zeigen, was ein echter Jäger ist. Ach, was soll's, ich zeig's dir, pass auf. Quark. Erste Phase ausspähen, Beute in die Glubschaugen nehmen. Na, Bienchen, wo seid ihr? Willi! Willi! Maja! Maja, da bist du ja. Lass uns hier verschwinden. Bali. Habt ihr Bali gesehen? Dieser doofe Frosch hat ihn entführt. Er liegt auf einem Seerosenblatt im Teich. Er darf nicht ins Wasser, er ist viel zu frisch. Geh nicht hin, Ben. Da sind diese beiden Frösche und der eine ist fast am Verhungern. Verhungern? Ich weiß, wie das ist. Fürchterlich. Ja, und deshalb werden sie auch alles tun, um uns zu erwischen und zu futtern. Wir sollten sie austricksen. Mal überlegen. Ja, wir holen Bali, nachdem sie uns gefressen haben. Aber Maja, das geht doch nicht. Doch. Sie fressen uns ja nicht wirklich. Ihr werdet schon sehen. Da könnt ihr euch mal ganz und gar auf mich verlassen. Bist du sicher, die schlucken das? So hungrig wie die sind bestimmt. Ein altes Bienensprichwort sagt, besser aufgespießte Beeren als Bienen verzehren. Hey, nicht wieder einschlafen. Willi, und denk daran, immer eine Zungenlänge Abstand halten. Dann bleibe ich am besten hier. Die haben nämlich sehr lange Zungen. Na, Tag, ihr Frösche. Haltet ihr etwa nach uns Ausschau? Früher ist der Jäger zur Beute gekommen und nicht umgekehrt. Was sind das nur für Zeiten? Quack! Beute? Herbert, warte! Hallo! Hierher! Hier sind wir! Unverschämte Beute, wenn ich nicht so hungrig wäre. Kleines Bad gefällig. Demütigend. Hast du was von Beute gesagt? Wo denn? Kein Wunder, dass die so hungrig sind. So wie die jagen. Mach schon, hinterher! Das hat er gehört, Maja. Jetzt strengt er sich an. Schnell, zu den Beeren. Ja, hoffentlich klappt dein Plan. Auf sie! Tut gut. Die Bienen haben einen Stich.